So auch heute. Herzlich willkommen in der nächsten Review von Pacepresso und Laufsport Buna Dortmund. Heute ist eher wieder Time to Fly angesagt. Das heißt, Thema Hooker halte ich hier in den Händen für euch. Dieses Mal aus der Stabilitätskategorie des Herstellers. Ich habe hier den Arahi 6 für euch, das neueste Update des Modells. Hier sicherlich unter der Überschrift viel Komfort, super Dämpfung, Arbeitstier pro Woche, gleichzeitig aber mit etwas Stabilität eingearbeitet für alle unter euch, die jetzt mit einem reinen Neutralschuh vielleicht nicht so gut zurechtkommen. Wie erzeugt der Schuh seine Stärke? Auf der einen Seite haben wir eine recht breite Plattform, wo ihr bei jedem Schritt sehr sicher seid. Der Schuh ist entsprechend mit viel Komfort durch die ganze Länge der Sohle ausgestattet, dass gerade auch meinetwegen mittel- oder vorfußorientierte Läufer überall eine sehr angenehme Dämpfung vorfinden. Auch hier sicherlich für das ganze Ride-Gefühl entscheidend, dass der Schuh mit der Hooker-typischen Rocker-Shape-Form ausgestattet ist. Frei übersetzt wie so ein Schaukelstuhl, könnte man sagen. Das Schöne dabei ist, dass bei aller Dämpfung und Stabilität die Energie, die ihr investiert, eben auch spürbar vorne wieder rauskommt und das dem ganzen Schuh eine schöne Agilität verleiht. Das ist sicherlich auch spürbar im Gewicht des Schuhs, denn bei voller Ausstattung sind wir hier zumindest in der Damenmustergröße nur mit 260 Gramm am Fuß unterwegs. Das zusammen mit geringer Sprengung, dieser abgerundeten Sohle und eben dem geringen Gewicht am Fuß soll natürlich auch für viel Freude bei jedem Schritt sorgen. Die robuste Außensohle, die wir sehen, versetzt den Schuh natürlich auch in die Lage, nicht nur Asphaltkilometer zu sammeln, sondern fleißig auf Schotterpisten, Waldstraßen damit unterwegs zu sein. Da ist der Schuh natürlich sicherlich sehr breit einsetzbar. Im Obermaterial, entgegen der optischen Wirkung der breiten Sohle, ist der Schuh doch im Mittelfuß recht knackig geschnitten. Also allzu breit sollte der Fuß vielleicht nicht sein. Das würden wir aber natürlich mit euch gemeinsam hier im Laden immer anpassen, um dann zu gucken, ob es eventuell ja auch bessere Alternativen geben könnte. Dazu fühlt euch immer eingeladen, dass wir das gemeinsam mit euch im Laden checken dürfen. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach hier unten abonnieren, weil dann verpasst du das nächste Video nicht. Und welche Videos wir schon gedreht haben, siehst du hier oben. Und ich bin mir ganz sicher, die werden dir auch gefallen. Und wenn dir ein Schuh fehlt in unserer kleinen Playlist, dann schreib das einfach mal unten in die Kommentare. Ich glaube, die haben hier genug Schuhe.